Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben YouTube-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Max Trout Fishing. Ich bin heute nicht allein am Wasser unterwegs, denn ich habe noch den Schaumburger-Raubfischangler alias Goschi mit dabei. Mit dabei. Warum? Ganz einfach, mein Telefon stand nicht still. Der junge Mann ging mir ein bisschen auf den Keks, sagte, Max, wir müssen Forellen angeln gehen, lass uns Forellen angeln gehen, lass uns Forellen angeln gehen. Ich habe mich dann breitschlagen lassen, habe gesagt, komm, ich gehe mal mit dir angeln. Kleiner Scherz, natürlich nicht. Wir machen in letzter Zeit auch videotechnisch mehr miteinander und natürlich sind uns sehr sympathisch und haben wir gesagt, auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal im Wasser bin, was in letzter Zeit leider nicht so häufig ist, wie ich es gerne hätte, aber machen wir mal was aus, fahren gemeinsam los. Wir sind heute hier in der Anlage Kaisersberg, war eine relativ spontane Geschichte. Der Fishing Matti, kennt er auch vielleicht aus meinem Stream, hat eingeladen, hat gesagt, komm, ich möchte mit ein paar Freunden, Bekannten losfahren. Nächstes Mal ist auch mit da, der Heinz Roskamp ist mit da, viele andere auch noch, ich habe bestimmt die Hälfte wieder vergessen. Ja. Hermann aus dem Stream, Hermann 2308, der Sascha aus dem Laden, die sind auch heute mit hier. Wir wollen einfach einen coolen Tag verbringen, haben hier den Teich 2, glaube ich, ist es, den Lachsteich für uns gemietet. Haben da ein bisschen Besatz drin und wollen mal gucken, ob hier heute was geht. Ihr seid live mit dabei. Euch viel Spaß mit dem Video und bis später. So, erster Fisch des Tages hier vom Chef persönlich. Vorm Einsatz natürlich. Natürlich. Und was ist es? Wie immer Anton Spezial, grün-orange. Der Klassiker. Ich hole mal eben den Kescher easy. Ich helfe dir mal. Zack, komm, ich helfe dir eben in guter alter Manier. Zack, merci. Haben wir einen Kescher. Hier, guckt es euch an, die orange-grüne Farbe, die wir extra noch mal haben für euch aufgesetzt. Ja, speziell. Leider wieder ausverkauft gerade. Aber kommt wieder. Kommt wieder rein in nächster Zeit. Petri easy. So, Petri-Männer. Hm. Oh. Ich hatte schon einen Anfasser gerade. Ja? Ja. Aber mega spitz. Einmal nur pop. Ja, hier vorne ist Kraut. Aber ich hatte den ziemlich weit drin. Ja, für alle die, die es irgendwie, ja, jetzt auch anhand der Rufe nicht vernünftig identifizieren konnten. Wir haben hier den Teich 2 in Kaisersberg. Das ist der Lachsteich. Haben den hier für uns mit 13 Mann gemietet. Wie gesagt, ein lustiges Beisammensein hier mit Freunden, Bekannten und dem Xiaomi. Xiaomi ist auch am Start. Easy ist da, Heinz ist da, Fishing Matti ist da, der Sascha ist da, also plus Anhänge jeweils, bekannte Freunde. Also der Hermann ist auch da aus dem Livestream, den man von mir kennt. Der Hermann 2308, der ist auch heute mit am Start. Sonst immer eher in, ja, ist er als Fotograf mit dabei, heute auch mal eben als Angler, was mich besonders freut. Und wie gesagt, wir haben den Teich 2, den Lachsteich komplett für uns. Und nebenan findet ein Tramarella-Event statt von der Pete, wo ich ja auch im letzten Jahr an mehreren Events teilgenommen habe und da ja auch ein Finalticket mir sichern konnte. Das Finale wird Ende dieses Jahres erst stattfinden, aber kommt. Und da findet, wie gesagt, jetzt heute ein weiteres Fischen, eine weitere Veranstaltung statt. Und wenn ihr deswegen im Hintergrund Rufe hören solltet oder Lautsprecherdurchsagen hört, das ist nicht von uns, das ist von dem Event nebenan. Und da ist auch der Patrick Winkelhorst mit dabei, den dürftet ihr auch schon aus einigen Videos von mir kennen. Megamäßiger Tremarella-Angler. Und der wird hoffentlich den Jungs und Mädels beim Event mal zeigen, wie das Ganze so funktioniert, wie der Hase läuft. Ich bin gespannt, mal gucken, ob man vielleicht nachher mal zwischen den Runden oder Mittagspause bei denen mal hören, wie es bei ihm so gelaufen ist. Das ist alles ein bisschen zu vorsichtig. Jetzt gerade Anton wirklich mal durchgefischt in meiner Ecke, so 10 Würfe ungefähr und wie gesagt einen einzigen zaghaften Biss gehabt. Jetzt mal gucken, ob sie Gummi vielleicht eher wollen, auch schon am frühen Morgen, auch schon ja, nach dem Besatz. Wir haben jetzt hier nicht übermäßig Fisch einsetzen lassen oder ähnliches, sondern ich sag mal an der Personenzahl ja, ähnlich oder analog den normalen Besätzen, die hier reinkommen würden. Also damit hier nicht irgendwie pro Nase jeder 100 Euro Fisch einsetzen lassen, sondern ich sag mal ganz normal. Jeder quasi wie für einen ganz normalen Tagespreis auch der Besatz inkludiert gewesen wäre. Ja, und ja, da war da ein Anfasser hier.
Da war ein Anfasser auf den Kroko wieder. Ganz vorsichtig. Jetzt kommt der Wind raus. Aber ultra vorsichtiger, zaghafter Biss. Nur einmal so ganz vorsichtig drauf und das war's. Jetzt steht hier in der Ecke wirklich der Wind ein bisschen mit drauf, dass es nicht einfacher macht, die dünne Berkeley Nano viel vernünftig beobachten zu können. Auch gerade hat den Köder nicht vollgenommen, sondern eben nur zaghaft angefasst. Aber immerhin eine Reaktion. Oder, Xiaomi? Reaktion habe ich noch nicht gehabt, aber... Immerhin. Ich hatte mal. Fisch ist auf jeden Fall genug da, ja. Wahrscheinlich. Also wir sehen sie. Wie gesagt, das Wasser ist relativ trüb, muss ich dazu sagen hier. Also relativ. Ne? Die Sonne scheint jetzt auch nicht, sonst hätte man wahrscheinlich auch eine etwas stärkere Sichtweite durchs Wasser. Aber ist super bewölkt. Sieht auch ziemlich stark nach Regen aus, was ich nicht hoffe. Ich habe eine Regenjacke im Auto. Ich habe keine im Auto. Tja, dann wollen wir mal gucken. Ist nicht so ganz einfach, aber das ist es halt, ne? Forellenangeln im Sommer. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen 27, 26 Grad. Die Sonne hat wirklich richtig geknallt. Und heute, wie gesagt, jetzt komplett der Temperatureinbruch. Knapp 20 Grad. Oder heute Morgen, wo wir losgefahren sind, hatten wir, glaube ich, 16, 17 Grad. Jetzt sind wir so bei 19, 20 Grad. Auch jetzt mit dem komplett veränderten Wetter. Gestern Abend noch kurz geregnet. Jetzt heute hat es heute Morgen schon ein bisschen geregnet. Gerade sieht es nach Regen raus. Also entsprechend. Der Luftdruck verändert sich auch noch mal ganz stark und massiv. Wir wollen mal gucken. Das sind alles nicht die besten Omen fürs Forellenangeln. Aber wollen wir nicht zu pessimistisch sein. Irgendwas wird hier schon kommen. Da hinten der Heinz quasi schon mit dem ersten Fisch. Na, mit dem zweiten Fisch des Tages. Isi hatte ja schon eine vor dem Besatz. Jetzt quasi der Heinz der ersten regulären Forelle. Petri Heinz! So. Es läuft. Oh, da hinten war einer. Schau mir, ey. Zwei, drei Mal nachgeschnappt. Aus dem Schwarm raus. Ja, und eigentlich sagt man ja auch, eine muss sein. Das stimmt. Der Rest ist Bonus. Ein Fisch sollte es dann doch vielleicht sein. Oh, kam die hinterher geschossen und ist daneben. Und daneben, hast du das gesehen? Die ist komplett daneben geschossen. Also die wollte... auf den rosanen Kroko und ist einmal komplett nebenher. Schade. Das wäre der Biss vor den Füßen gewesen, den ich gebraucht hätte. War aber ähnlich wie bei dir, ne? Ja. Hier kam Schwarm angeschwommen. Ich habe den leichten Spoon durchgezogen und die hintere Rolle gesehen. Jetzt hier müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil hier haben wir relativ starke Algen und Kraut, die bis kurz unter die Wasseroberfläche wachsen. Und nicht, dass wir hier jetzt einen Köder nach dem anderen verlieren. Weil wir eben halt hier im Kraut im Cover fischen. Müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen, aber ein bisschen Vorsicht kriegen wir das auch geregelt. Wir haben hier quasi so eine kleine Schneise zwischen den Unterwasserpflanzen und natürlich, es bietet eben halt natürliche Deckung, Platz, wo sich die Forellen zurückziehen können. Hier kann es halt eben auch mal knallen, ne? Die Portionsforellen, wenn ich das richtig verstanden habe, sind französische Fische, keine Mohnenfische, leider. Ja, Philipp, Grüße gehen raus, war natürlich auch nicht verkehrt. Aber sind französische Fische, die auch dafür bekannt sind, sehr aggressiv zu sein und sind wirklich, ja, klein. Sollen aber auch nochmal natürlich hier im Lachsteich, die sind normalerweise nicht drin, die lassen wir für uns aber auch noch ein bisschen mitbesetzen. A, für die Frequenz ein bisschen sorgen und natürlich Punkt B, auch vielleicht dafür sorgen, die großen, schweren, lethargischen Fische vielleicht ein bisschen zu motivieren, zu beißen. Das ist der Hintergrund. Deswegen, Lachs ist immer alles schön und gut. Ein paar Portionsforellen für die Frequenz und auch für die Motivation der restlichen Fische. Nicht verkehrt. Ich fische hier heute den Kroko. Sehr leicht. Also, den Kroko mit einer sehr leichten Tungstenperle, so rum. 2,8 mm. Weil die Fische sehr oberflächennah stehen und ich mir dadurch halt eben erhoffe, natürlich A, in der passenden Höhe zu angeln und Punkt B, durch eine deutlich längere Absinkphase, durch das leichtere Gewicht der Tungstenperle, natürlich auch möglichst lange den Köder in der attraktiven Zone des Bisses für den Fisch, ja, sprich vor den Augen, halten zu können. Deswegen fische ich hier heute mal ein bisschen leichter. Das ist übrigens auch der Tipp für euch da draußen, wenn ihr im Sommer angelt, probiert's
angelt leichter, angelt oberflächennaher. Und selbst wenn der Fisch wirklich ein bisschen tiefer stehen sollte, dann lasst im Zweifel länger absinken. Weil gerade in diesen Absinkphasen kommen häufig dann auch die Bisse und die Absinkphase könnte eben durch leichtere Tungstenperlen deutlich verlängern. So, show me. Das war Fisch auf Sicht, würde ich mal sagen. Fisch auf Sicht. Das mit einem Spoon oder Gummi? Nee, Gummi, Irax 50. Ganz leichte Perle, 2,5 Gramm. Ha, wie ich es gerade, 2,5 Millimeter. 2,5 Millimeter. Wie ich es gerade gesagt habe. Leicht fischen, lange im Sichtfeld bleiben. Und dann klappt es auch. Petri, mein Freund. Petri, danke. Läuft. Da haben wir doch die schöne erste. Ich freue mich. Ach, und auch gleich schon wieder los. Unglaublich, 1 Cent in der Ecke schon wieder im Drill. Also das scheint da hinten eben genau der Spot zu sein heute. Petri Heinz! Wie gesagt, der Mann kann schon angeln. Der ist gefühlt mehr am Angeln als am Arbeiten. Wenn er immer erzählt, nee, so wäre das nicht, aber... Oh, ist die hinterher geschossen. Da hatte ich einen Nachläufer. Oh, ist die hinterher gekommen. Mist. Der Sascha hat gerade noch einen Fisch verloren. Durch Abriss. Und das hat der Matti direkt gesagt, ja, hättest du dir mal das Video von Max angeguckt zum Thema meine Top-Knoten, ja, die ihr alle können solltet, mit der ihr definitiv Abrisse vermeiden werdet, gebe ich euch schriftlich. Ja, also guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht kennen solltet. Ich verlinke es euch gerne nochmal oben in der Ecke. Guckt es euch an. Das sind wirklich Must-Have oder Must-Know Knoten, die ihr drauf haben solltet, die euch das Leben am Forellenteich mit der Ultralight-Angelei hier deutlich vereinfachen werden. Aber auch natürlich bei anderen Angelarten im Raubfischbereich oder wenn ihr mit Teig schleppt etc. auch natürlich eingesetzt werden können und auch ganz gut funktionieren. Also das so. Als Tipp, checkt das Video ab, wie gesagt, oben verlinkt. Und dann wird das Ganze auch funktionieren. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen weniger Abrisse. Also, das ist so die Quintessenz, die ich jetzt schon ziehen kann. Ultra vorsichtig. Interessieren sich schon für den Köder. Laufen nach. Nachläufer habe ich ohne Ende. Aber was bedeutet das nun, wenn ihr Nachläufer bekommt, aber... der Fisch nicht beißt, sondern quasi immer nur hinterher geht, sich das Ganze anschaut und nicht drauf geht. Das bedeutet vom Prinzip her, vom Lauf her, seid ihr schon richtig an sich mit der Köderwahl. Ich jetzt hier zum Beispiel mit dem Kroko, aber die Farbe passt noch nicht. Der letzte Impuls fehlt quasi, damit der Fisch zubeißt. Deswegen im Zweifel Farben tauschen, wechseln, probieren. Und dann irgendwann werdet ihr eure Farbe finden, wo sie dann kleben bleiben. So, in meinem Fall orange runter. Die Reihen lichten sich ja auch so langsam bei mir in der Box. Ist ja einer meiner meistgefischten Köder. Und jetzt probieren wir es mal mit Gold. Ich habe schon mehrfach gesagt, gerade Gold, eine megamäßig unterschätzte Farbe am Forellenteich. Jetzt hier beim Kroko gibt es natürlich auch von Jara natürlich in den kompletten Ködern Gold. Versucht das mal. Wir probieren es jetzt mal mit Gold. Wollen wir mal gucken, ob Gold hilft, uns hier vielleicht heute noch den Tag zu vergolden. Wir werden es sehen. Ich habe ja ohne Raubfisch. Ein Barsch? Eine Forelle hat er, aber ein Barsch. Ja? Wahnsinn. Ja, Joschi, Petri. Nicht ohne Grund heißt sie auch Schaumburger Raubfischangler. Ja? Selbst hier in Kaisersberg am Forellensee einen kleinen Barsch. Aber dafür sind wir nicht hier. Das stimmt, vor allem eigentlich auch nicht für die Größe. Nee. Aber immerhin. Zweite Fischart. Stimmt, zweite Fischart. Ich gewinne die Challenge heute. Wahrscheinlich, ja. Sei denn so eine Raubbrasse oder so ein Raubkarpfen oder sowas. Ist gleich wieder unterwegs. Mal wieder ein Anfasser. Ah. Scheiße. Aber das war mal wenigstens ein richtiger Biss. Ihr seht, der Gummi ist leicht runtergezogen und auch leicht lidiert hier. Zack, wieder passend gedreht und weiter geht es. Schade. Das fehlt nur noch, dass wir hier die
Theorie, die wir gerade besprochen haben. Oh, jetzt hier aber. Mara, bist schon wieder. Er hat noch gesagt, 2-3 Fische gesehen hier, die hier lang gekommen sind, hier vorne direkt vor der Kante, wie ich es gesagt habe, die vom Kraut patrouilliert haben, gezielt reingezogen, gewartet, dann kam auch wirklich der Biss, aber nur hinten am Schwänzchen gepackt. Leider nicht den Köder voll erwischt. Riechst du das? Riechst du das? Nee, nach Hardbaits. Die Fische brauchen Druck. Kriegst du nur mit Paste hin oder mit Hardbaits? Hardbaits. Ja! Zack. Bügelchen auf. Ja, wie ich es noch gesagt habe, ist schon raus, der Köder. Ich habe es aber gerade noch zum Yoshi und zum Heinz gesagt, die Fische brauchen Druck. Ergo Hardbait, das kriegt man nicht mal mit dem Spoon so hundertprozentig hin. Hier hat es geklappt. Weitermachen. So, das hier war der Übeltäter. Wie gesagt, ein relativ flach laufender Hardbait. Grün, blau, weißer Bauch. Was das für einer ist, kann ich euch überhaupt nicht sagen, denn den habe ich von einem Zuschauer, der meine Videos sehr gerne guckt, zugeschickt bekommen. Der hat für sich gesagt, ich airbrushe gerne mal und wollte jetzt auch ein paar Köder lackieren und so weiter. Der hat mir einfach so ein Ding mal zugeschickt. Fand ich optisch ganz schön, habe ich entsprechend mit einem Haken, vernünftigen Sprengring versehen und offensichtlich funktioniert es. Wir machen weiter, wollen mal gucken, ob wir vielleicht noch einen kriegen. Mal reagiert, Sascha. Wieder reagiert. Jo, meine Rundrute läuft ab. Ich komme! Ist dran? Ja. Da läuft die Grundroute ab. Mal gerade nebenan beim Easy am Quatsch. Meine Grundroute läuft hier ab. Zum Glück war der Yoshi gerade vor Ort. Kurz in der Nähe, ne? Wer war jetzt daneben hier? Wolltest du drehen? Nö, du machst das jetzt ja schon. Solange du sie nicht ins Kraut gehen lässt, das ist nur 0,20er, ne? Also da kannst du schon Druck machen. Extra für solche Fälle. Zack! Danke! So, da ist sie, die Gute. Und das ist der glückliche Fänger an meiner Route. So, ihr Lieben, es hat Zoom gemacht, kein Riese. Aber heute ist es wirklich schwer, überhaupt Fische ans Band zu bekommen. Die zweite Forelle hier passiv, auftreibende Montage. Sowas sollte man natürlich auch immer dabei haben, wenn man am Forellensee ist, dass man wirklich sagen kann, wenn es nicht läuft, ich muss stationär angeln. Es klappt. Wie wir das Ganze machen, zeige ich euch gerne gleich nochmal. So, ihr Lieben, wie versprochen, möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie ich die auftreibende Montage fische. Ich kann auch gerne nochmal ein separates Video zu machen, aber jetzt erstmal im Schnelldurchlauf. Was habe ich, wie benutze ich es, wofür ist es da? Ich benutze hier von WFT. Eine XK Bone Trema Travel, so heißt die Route, die Nummer 3. Wurfgewicht 2 bis 7 Gramm in 2,60 Meter Länge, das steht hier unten drauf. Eine super schöne Route, eine Reiseroute, die man quasi bis hierhin zusammenschieben kann, dadurch eben ein super kleines Packmaß hat. Darauf fische ich von Mitchell eine Freilaufrolle. Ich kann euch den Namen gerne mal in die Videobeschreibung schreiben. Dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Das ist eine Mitchell Avocast FS2000, eine kleine Freilaufrolle. Funktioniert super, dadurch könnt ihr die Montage eben auslegen. Müsst keine Angst haben, dass der Fisch euch die Rute ins Wasser reißt oder wenn ihr den Bügel offen habt, dass ihr die Bisse vielleicht nicht vernünftig mitbekommt oder der Wind euch die Montage durch die Gegend trägt. Deswegen hier, ihr seht schon, Bremse,
könnt ihr einstellen, die erste. Das ist die Freilaufbremse, die macht ihr eben entsprechend auf. Dann kann der Fisch ganz locker abziehen, wenn er beißen sollte. Und wenn ihr dann anschlagt, braucht ihr nur eben einmal andrehen die Rolle. Die zweite Bremse ist quasi drin, eure starke Bremse. Und schon könnt ihr eben den Fisch vernünftig drillen. Hier drauf ist eine Schnur, damit werden, denke ich, die wenigsten von euch rechnen. Es ist aber von Paladin die Pantaline. Eine sehr glatte monophile Schnur in der Größe 0,20. Die Fische auf den Grundrouten, gerne ein bisschen gröber. Da kommt es ja auf nichts quasi an, da könnt ihr euch ein bisschen gröber fischen. Gebt euch eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel mal so einen Fisch aus Seerosen etc. vernünftig rausdrillen zu können. Hatten wir heute auch die Situation, wo wir da ein bisschen was retten mussten. Und auf der Hauptschnur komplett montiere ich dann eben den Bodentaster. In dem Fall ist das jetzt einer von der Firma FTM, ja, ein 6 Gramm Bodentaster. Das Ganze wird dann direkt auf der Hauptschnur gestoppt von einem Gummistopper. Dann weiter auf der Hauptschnur ist hier so eine Art Festklemmblei. Jetzt zeige ich euch, das ist aus dem Karpfenbereich, gibt es aber auch im Forellenbereich, den ihr mit so zwei Silikonstoppern feststellen könnt, mit so zwei Silikonschläuchen. Hier jetzt eine 1 Gramm Variante. Und dann direkt an der Hauptschnur festgeknotet, direkt einen Haken. Ganz dünndrähtig ist er nicht, aber einen Bienenmadenhaken. Wie gesagt, direkt an der Hauptschnur befestigt, direkt eingeknotet. So habe ich hier keine Wirbel, keine störenden Schlaufen oder sonstige Geschichten, die kaputt gehen können. Alles ein System, macht viele Dinge einfacher und so fische ich. Und mit dem Abstand quasi hier von diesem Bleistift, der hier montiert ist, ja, von dieser Bleiolive bis zum Haken, stelle ich dann quasi nachher die Tiefe ein, wie sehr mein Köder auftreiben soll. Dafür habe ich dann verschiedenste Köder, die ich wählen kann. Ich habe zum Beispiel von Berkeley den Powerbait-Teig, der treibt auf, könnte dafür optimal nutzen. Ich habe auch geflavorte Marshmallows da mit Kadaver, Knoblauch, Bubblegum und so weiter, die ihr als Köder nutzen könnt. Und könnt die beiden natürlich auch nochmal kombinieren mit zum Beispiel einer Bienenmade, mit einem Mehlwurm, mit einem kleinen Dendrobena oder ähnliches. Einfach um nochmal vielleicht einen natürlichen Köder mit reinzubringen. Eine sehr sinnvolle Geschichte, fische ich wie gesagt sehr gerne und hat auch heute wieder zugeschlagen. Oh, ich habe einen Biss, während ich in die Rute einlege. Und ich gerade die Rute eingelegt habe. Ja. Gerade ja. Like a roller coaster. Schüttel deinen Speck, komm, schüttel deinen Speck. Oh, leider außerhalb der Kamera, aber eines noch eingestiegen hier. Zack, hast du drin? Dankeschön. Zack, eines ist auch noch geworden. So, ihr Lieben, wir sind soweit durch. War ein harter Tag. Cut, Feierabend, Sense, wir fahren nach Hause. Die Sonne ist echt noch heute den ganzen Tag über richtig schön rausgekommen. Hat es uns aber auch nicht einfach gemacht. Leider nicht, nein. Fische waren zickig, wollten nicht richtig. Viel Fisch war schon drin, bevor wir gekommen sind. Etliches an Fisch bleibt auch noch im See, wenn wir gehen. Aber ein paar Forellen sind es geworden. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich habe nicht gezählt. Es ist eine bestimmte Menge rausgekommen. Man musste auf jeden Fall für den Fisch auf jeden Fall ackern. Verschiedene Methoden durchprobieren, verschiedene Tiefen durchprobieren. Und ja, es war schwer. Ja. Lachse wollten nicht so, wie wir wollten. Nee. Dafür haben die Porzis sehr gut mitgespielt, die nochmal mit dazugesetzt wurden. Und summarum würde ich mal sagen, war es trotzdem ein geiler Tag. Auf jeden Fall, war erkenntnisreich vor allem. Ne? Du hast es gesehen. Oder du hast es ja gesagt, ich habe jetzt welche auf die auftreibende Montage gefangen. Yoshi mit Teich, mit Gummi, mit Spoon, mit alles. Ne? Also alles durch, ja. Alles probiert und auch gefangen. Mir, die Jungs sind immer noch dran, auch Bienenmade als Trailer auf dem Spoon. All solche Geschichten. Also wir haben heute wahnsinnig viel versucht, das Ganze ja, hier eben noch vernünftig fangen zu können. Ist uns einigermaßen gelungen, ist aber auch absolut nebensächlich, weil wenn ich mich eben mit meinen bekannten Freunden treffe, dann kommt es auf den Spaß an, den hatten wir auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, ich blende euch hier oben mal den Account vom lieben Yoshi ein. Guckt da mal vorbei, da wird auch ein Video vom heutigen Tag hochladen. Abonnieren, ja, auf jeden Fall.
abonniert auch gerne meinen Kanal. Link findet ihr wie immer da unten. Hinterlasst dem Video gerne ein Like. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Welche Anlagen ihr vielleicht gerne mal sehen möchtet oder welche Montagen, Köder ihr in schwierigen Situationen einsetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis denn, euer Max und der Yoshi. Ciao, ciao. Ciao.